Hallo, ich möchte mit dem Video meine Erfahrung der ersten 4 Wochen mit dem 2020er Rasenroboter Landroid WR147E respektive dem L1000 der Firma Wirks teilen. Der Mähroboter wurde von verschiedenen Online-Baumärkten inklusive der oberirdischen Installation des Begrenzungsdrahtes und der ersten Einrichtung durch eine Fachfirma angeboten. Normalerweise zahlt man für diese Installation bei dem ca. 1000 Euro teuren Modell extra 450 Euro. Für den Roboter habe ich noch folgende Zusatzmodule geordert. Zunächst das ACS, also Antikollisionsmodul, welches per Ultraschallsensor den Zusammenstoß mit den meisten Hindernissen vermeidet, zum Beispiel Bäume, Wäschespinner, einen liegen gelassenen Ball und so weiter. Weiterhin das Find My Landroid Modul, welches eine sichere GPS- bzw. WLAN-Verbindung garantiert, sollte das WLAN im Garten nicht ausreichend sein. Des Weiteren dient es dazu, den Mäher bei Diebstahl zur Lokalisierung bzw. zu sperren. Last but not least das Off-Limits-Modul. Mit diesem Modul kann man in Verbindung mit dem beigelegten Magnetband, welches man auch einzeln nachkaufen kann, bestimmte Bereiche des Gartens aussparen, wo der Roboter nicht mähen soll, zum Beispiel frische Bepflanzungen. Es wäre auch möglich, bestimmte Teile des Gartens durch die Verlegung des Begrenzungskabels zu dem jeweilig gewünschten Teil auszusparen. Da aber erfahrungsgemäß die eine oder andere Pflanze auch einmal eingeht und man dann das Begrenzungskabel neu verlegen müsste, habe ich mich für diese Variante entschieden. Durch die Fachfirma wurde das Begrenzungskabel ca. 4 cm unterirdisch verlegt. Gleich der erste Testlauf am Begrenzungsdraht war erfolgreich. Ich musste im Bereich des Randes nur einige herausstehende Äste entfernen. Die Funktionen des Mähers werden über die Landroid App eingestellt. Die App gibt es als Android- und iOS-Version. Hier sieht man die engste Stelle, die der Mäher bewältigen muss. Auch das ist kein Problem, obwohl diese nur etwas breiter als das Gerät selbst ist. Kommen wir zu den Problemen, die ich beseitigen musste. Zum Beispiel das Durchdrehen der Räder an manchen Stellen. Im Gras bzw. auf frischer Erde habe ich kleine Betonplatten verlegt. Rutschiger Untergrund, zum Beispiel auf Randsteinen, wurde mittels Beklebung von kleinen Holzleisten gelöst. In unserem Garten sind viele Bepflanzungen bzw. Beeteinfassungen. Diese werden je nach Anfahrtswinkel vom ACS-Modul meistens erkannt. Bei einigen kahlen Stellen bzw. zu flachen Begrenzungssteinen erkennt der Mäher das Hindernis jedoch nicht und kann sich festfahren. Um diese Pflanzen bzw. Begrenzungen wurde dann das Magnetband gelegt, welches vom Off-Limits-Modul erkannt wird. Diese Büsche zum Beispiel erkennt das ACS-Modul. Die Verlegung des Magnetbandes war hier nicht notwendig. Und so sieht es aus, wenn der Mäher das Magnetband erkennt. Ein Problem bei der Befestigung der Magnetschleife für das Off-Limits-Modul besteht darin, dass recht wenig Erdhaken zur Verfügung stehen. Ich habe mir deshalb einfach aus den noch übrig gebliebenen Haken für das Begrenzungskabel selbst welche gebastelt. Mit dem Multifunktionswerkzeug und einem 10 mm Schneidaufsatz wird einfach die entsprechende Aussparung in den Bodenanker geschnitten. Anschließend noch ein wenig das geschmolzene Material mit dem Cuttermesser entfernen und schon ist der Haken fertig. Bedingt durch die Breite des Werkzeuges entsteht ein kleiner Schlitz, wodurch der Bodenanker manchmal beim Einschlagen in das Erdreich abbrechen kann.
Das passierte bei mir bei jedem ca. 15. bis 20. Anker und ist somit zu verschmerzen. Nach ca. 2 Wochen ist vom Magnetkabel kaum noch etwas zu sehen. Zum Fazit: Der Mähroboter verrichtet seine Arbeit aus meiner Sicht fantastisch. Nach 2 Wochen gab es keine Stellen mehr, die er nicht erreicht hat. Er arbeitet dabei so leise, dass man ihn ab einer Entfernung von ca. 3 bis 5 Metern nicht mehr wahrnimmt. Die dunklen Stellen, die hier im Video noch zu sehen sind, wurden nachgesät und sind mittlerweile fast vollständig zugewachsen.